Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. In dieser Videoreihe dokumentiere ich meinen Weg zum Milliardär und wir sind einfach schon bei Folge 10. 10 Tage in Folge habe ich ein Video hochgeladen und die Zeit vergeht echt verdammt schnell. Da wir bei Folge 10 sind, möchte ich mir heute mal die Zeit nehmen und auf ein paar Kommentare eingehen und schauen, wie denn meine Videos so ankommen oder was denn andere Leute dazu sagen. Ich werde zum einen auf positive Kommentare eingehen, aber es gab auch so ein paar Hate-Kommentare bzw. Kritik und da versuche ich natürlich vernünftig drauf einzugehen. Let's go. Ach ja, und bevor ich loslege, ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Egal, ob das ein positiver Kommentar ist oder konstruktive Kritik. Ich freue mich wirklich immer, wenn hier jemand kommentiert. Natürlich sind Hate-Kommentare und so weiter nicht erwünscht, die machen auch überhaupt keinen Sinn. So, Kommentar Nummer 1 bezieht sich auf mein erstes Video und hier fragt jemand, wie ich mein Geld verdienen möchte. Also wie möchte ich Milliardär werden? Durch ein Startup? Wie ist der Plan? Oder durch Einnahmen oder durch einen Exit. So. Und dazu kann ich ganz klar sagen, ich weiß es noch nicht. Das klingt zwar blöd, aber ich denke, dass man, um Multimillionär zu werden, andere Dinge tun muss, um Milliardär zu werden. Deswegen, die Dinge, auf die ich mich jetzt konzentriere, mit denen werde ich vermutlich kein Milliardär, aber mit denen werde ich hoffentlich Multimillionär. Und sobald ich dann Multimillionär bin, mehr Kapital zur Verfügung habe, vielleicht auch mehr Erfahrung, mehr Wissen habe, dann kann ich mich dann auf andere Bereiche konzentrieren, mit denen man eher Milliardär wird. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Bereiche, die mich zum Multimillionär machen. Und das sind vor allem versuchen, ein möglichst großes Einkommen zu erzielen durch verschiedene Einkommensquellen. Ich habe, wie gesagt, meine Agentur. Ich bin auch als Influencer verdiene ich auch ein bisschen Geld. Und ich bin jetzt nebenbei dabei, ein paar Sachen auszuprobieren. Ich habe schon gesagt, dass ich mir einen Shop momentan aufbaue. Und da schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Und natürlich bin ich auch die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Einkommensquellen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ich irgendwas ausprobieren soll. Und natürlich ist der zweite große Teil, wie ich mein Geld verdienen will, dass ich mein Geld, was ich verdiene, dass ich das investiere. Ich investiere mein Geld in viele verschiedene Dinge. Da kann ich auch gerne mal ein Video drüber machen, vor allem aber in Krypto momentan. Und da erhoffe ich mir sehr große Renditen über die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und ich denke mal, dass das auch sehr stark dazu beitragen wird, mein Vermögen aufzubauen. So, Kommentar Nummer 2 bezieht sich auf mein Schlafvideo, das ich vor ein paar Tagen gepostet habe. Wie ist das mit Bart, reißen die Tapes Haare ab? Und zwar bezieht sich das auf diese Mundtapes hier. Damit klebe ich mir jede Nacht den Mund zu, damit man beim Schlafen nicht mit dem Mund atmet, sondern mit der Nase, was extrem viele Vorteile hat. Und nein, bei mir ist es zumindest so, die reißen nicht die Haare ab. Ich meine, ihr seht es, ich habe jetzt nicht sonderlich viel Bartwuchs, aber bei mir klappt alles. Ganz im Gegenteil, die Haare sorgen sogar dafür, dass die Tapes nicht ganz so gut halten, aber bis jetzt ist es mir noch nie passiert, dass die Tapes in der Nacht abgegangen sind. So, der nächste Kommentar, auch eine sehr berechtigte Frage, und zwar, wie kommt man an so viele Abos bei so wenig Aufrufen? Ja, die Frage ist sehr berechtigt, aber das kann ich euch ganz einfach erklären. Das liegt daran, dass ich auf diesem Kanal alle meine TikToks hochgeladen habe. Ich bin ja TikToker, habe da knapp 300.000 Follower und ich habe diese ganzen TikToks einfach auf YouTube Short hochgeladen und dadurch habe ich hier über 65.000 Abonnenten bekommen und jetzt fange ich quasi mit Longform-Content an. Und natürlich ist es ein ganz anderer Algorithmus und deswegen bekommen diese Videos auch kaum Aufrufe, was am Anfang ja normal ist. Aber ich hoffe mal, das wird in Zukunft besser. So, dann bei meinem Video, in dem ich meine Story erzählt habe, wie ich kurzzeitig mal Millionär war, kamen ein paar Fragen und diese werde ich jetzt natürlich gerne beantworten. Frage Nummer 1, krass, hast du nie daran gedacht zu verkaufen? Und dazu sage ich nur eins, Leute, Traders are Traders. Punkt, mehr sage ich dazu nicht. Jemand anderes hat gefragt, ob ich noch im Kryptomarkt aktiv bin und da kann ich nur ganz klar sagen, ja, bin ich. Dann der nächste Kommentar. Was sind deine Coins jetzt wert und denkst du, 2025 wird es wieder so einen Krypto-Hype geben mit so hoher Rendite wie bei Shiba Inu? Also, was sind meine Coins jetzt wert? Das kann ich gerade selber nicht sagen. Ich traue mich nämlich gar nicht nachzugucken in meinen Wallets. Ich werde euch Bescheid sagen, wenn es bergauf geht, wenn ich Millionär bin, dann sage ich euch wieder Bescheid. Und denke ich, dass es wieder einen Krypto-Hype geben wird, 2025 mit so hohen Renditen? Ja, auf jeden Fall. Ich will hier niemanden zum Investieren überreden oder so, aber ich bin davon überzeugt, dass es wieder nach oben geht und zwar mehr als das letzte Mal und deswegen stecke ich natürlich auch den Großteil meines Geldes, das ich verdiene, in Kryptowährungen. So, eine weitere Frage. Wann machst du wieder TikTok? Wann mache ich wieder TikTok? Also erstmal hallo an alle, die mich von meinen TikTok-Videos kennen und deswegen hier auf meinen Kanal gestoßen sind. Ich habe ja sehr viel scharfe Sachen auf TikTok gegessen, dadurch bin ich ja groß geworden und momentan lade ich auf TikTok so gut wie gar nichts hoch. Ich werde aber vermutlich demnächst mal wieder was hochladen. Was für Content kann ich jetzt noch nicht sagen, aber vermutlich Content, der eher zu diesen Longform-Videos hier passt. So, kommen wir jetzt mal zu einem nicht ganz so positiven Kommentar. Hier hat jemand unter meinem Video zum Thema Depressionen kommentiert und zwar schreibt er,
Wenn ich so einen Titel schon lese, bist du jetzt Psychologe geworden? Geh bitte mal in eine psychosomatische Klinik und schau dir die Krankheitsbilder an. Wenn man von einem Thema keine Ahnung hat, bitte einfach ruhig sein. So, da frage ich mich natürlich, hat die Person überhaupt das Video gesehen? Denn in diesem Video gehe ich ja überhaupt nicht auf die Krankheit Depressionen ein. Ich erkläre nur, warum viele diese Krankheit nicht haben. Und ich rede auch niemanden klein oder so, der Depressionen hat. Deswegen nochmal für alle, Depression ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Krankheit und ich wünsche jedem, der Depressionen hat, nur das Beste. Ich habe lediglich in meinem Video wiedergegeben, was Psychologen sagen. Es ist also nicht meine Meinung. Man kann mir also nicht unterstellen, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe nur das wiedergegeben, was Psychologen gesagt haben. Und die sagen eben, dass die meisten Menschen heutzutage, die sich einfach nicht gut fühlen, keine Depression haben, obwohl sie das denken, sondern dass es meistens andere Gründe hat, warum sie sich schlecht fühlen. Aber ganz im Gegenteil, die Leute, die Depressionen haben, die sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Aber ich habe nicht gesagt, dass Depressionen keine ernstzunehmende Krankheit sind. Ganz im Gegenteil, ich habe gesagt, das ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit und habe sogar auch gesagt, dass ich es schade finde, dass die Leute, die wirklich Depressionen haben, nicht mehr ernst genommen werden, weil heutzutage jeder behauptet, er hätte Depressionen und somit die, die wirklich Depressionen haben, einfach nicht mehr ernst genommen werden. Und das ist für die ein richtiger Schlag ins Gesicht. So, im nächsten Kommentar hat mir irgendjemand unterstellt, dass ich Iman Gazi kopiere. Und ja, da bin ich ganz klar anderer Meinung. Ich habe einfach nur den Begriff Monk Mode in meinem Video benutzt, der vermutlich durch Iman Gazi sehr bekannt geworden ist, aber der hat den Begriff nicht erfunden. Und ich finde, das hat auch überhaupt nichts mit Kopieren zu tun, den Begriff Monk Mode zu benutzen. Für eine Phase im Leben, in der man sich einfach sehr stark auf die Arbeit konzentriert und nichts anderes macht. So, ein weiterer Kommentar. Stark mit gekauften Abos hast schon fast das Ziel erreicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Abonnenten gekauft. Schau dir einfach mal die Aufrufe meiner Short-Videos an. Und dann wirst du schnell verstehen, warum ich so viele Abos habe auf YouTube. Und zum Abschluss noch einen positiven Kommentar. Ich werde zu 100% Multimillionär, hat jemand geschrieben. Da kann ich nur sagen, willkommen im Club. Und genau dafür mache ich das Ganze, um andere Leute auch zu motivieren, damit wir gemeinsam auf die Reise gehen können und gemeinsam erfolgreich werden können. Und ja, deswegen ist der Kanal da. Und ich hoffe, dass der ein oder andere durch meinen Kanal auch motiviert ist, an seinen Zielen zu arbeiten und dass wir einfach gemeinsam erfolgreich werden. In dem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video.